Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Withering Rooms. Wir erkunden heute den Dachboden, den Balkon und vielleicht das Labyrinth. Na, so weit werden wir nicht kommen, aber die drei Sachen haben wir auf jeden Fall noch zu erkunden, weil der König in Tarnung, der in Wahrheit der schmuddelige Schuft ist, uns ja eigentlich aufgetragen hat, gern Osten zu ziehen, aber vorher will ich hier nochmal das Haus erkunden. So, und ihr seht, ich bin so ein bisschen verflucht, denn ich habe mir mal diesen Ring hier unten gegönnt, den ich noch in meinem Repertoire hatte. Den verfluchten Fleischring. 40% Nahkampf und 40% Distanzschaden, wenn man verflucht ist, zu 70%. Das sollte ich jetzt eigentlich sein. Dafür werde ich doch auch gleich mal meine Schrotflinte anlegen. Genau, die ist schon angelegt. Und jetzt warte ich mal, bis dieser gruselige Grobian kommt. Der war, glaube ich, im anderen Raum. Ihr wisst schon, dieser Todestyp hier. Und ich werde hier, glaube ich, mal eine Ritterrüstung dafür beschwören. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Denn ich sollte eigentlich noch hier diese Zauber haben. Zauberspruch, Zauber. Ich habe nur einen. Okay, egal. Soll reichen. So, Fluchfäule. Nicht gut, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Nur das reicht. Schnell wieder zurück zu meiner Schrotflinte, die gute Schroti, habe ich sie mal ganz originellerweise genannt. Und ich hoffe, ich kann diesen bösen Buben da besiegen. Sonst gehe ich einfach immer wieder aus dem Raum raus und wieder rein. Ne? Das macht man so in Horrorspielen. So. Okay. Jetzt wird's spannend. Jetzt auch ganz leise. Oh, meine Ritterrüstung nicht. So, pass auf, das ist bestimmt voll mächtig, ey. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Schaden das gemacht hat, ehrlich gesagt. Er ist tot. Das war ja einfach. Ich habe sogar eine Ritterrüstung gespart. Gut, okay, den kannte ich sogar schon. Warum bin ich denn weggerannt? Die feige Nuss, ich. So, egal, wo führt uns dieser Weg hin? Wir finden ein Waffen-Upgrade-Kit. Schmied, Grundschein einer Waffe erhöht werden. Außerdem werden die verbesserten Waffen dauerhaft. Bin mir sicher, dass Rakesh ist. Rakesh! Wollen wir zu ihm zurück oder wollen wir nochmal gucken, was hier lauert? Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was hier noch lauert. Ich habe mal nachgeladen. Treppenhaus hier sollte nicht sein, oder? Ich hoffe mal, hier ist nichts. Auch wenn mir die Geräusche hier nicht gefallen. Eingeweihtenbuch und ein Heilkräuter, gut. Hier geht's raus. Dach? Okay. Ich hab Angst. Und ich werde mal lieber hier die Kerze anzünden, weil das riecht doch verdammt nach Bosskampf. Wer sind wir? Oh Nachtmutter, beschütze uns vor den Sanftmütigen. Denn die Sanftmütigen neigen dazu, komplizierte Fantasien zu konstruieren. Sie werden sich vor ihrem ewigen Blick abschotten. Lasst ihr Blut in die Grube des Labyrinths fließen. Ja, und jetzt? Oh, nee, 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 nee. Er greift an, gut. Oh, Fluchfäule, nicht gut. Ich brauche eine Kerze, Leute. Uiuiui, ich glaube, die ist noch ein bisschen zu stark für uns, hä? Gut, dass ich die Kerze angezündet habe. Nachtmutterjüngerin, aha. Ich kann es ja mal versuchen. So. Weil wenn die da jetzt immer lauert. Und ich regeneriere ja auch immer noch. So, habe ich dann noch Schroti-Munition? Hier 2, okay. Ah, ich wollte gar nicht so viel Fluch hier machen. Wegmachen. Oh, die ist stark.
Doofe Flugfäule. Ja, vielleicht ist sie ja besiegbar, wenn ich sie jetzt total schieße, wollte ich gerade sagen. Nein. Okay, ich bin tot. Gott sei Dank ist die Kerze an. Die ist noch zu stark, liebe Leute. Die ist noch zu stark. Also gehen wir mal zurück. Gut, dass es die Kerzen gibt, ey. Gut, dass es die verdammten Kerzen gibt. So, dann werde ich mal zurück in die Eingangshalle gehen. Da lauert ja auch noch einer. Vier Schrotmunition habe ich noch. Okay. Nachgeladen ist. Sehr gut. Ich habe eine Rüstung bei mir. Ja, das ist wirklich ein nettes Geschenk hier mit den Kerzen. Das ist hier sonst ein Flammenwerfer-Heini, glaube ich, ne? Okay. Tschüssing. Nachgeladen. Es sieht jetzt auch alles, was ich hier mache. So natürlich nicht. So natürlich nicht. Schnell weg, ey. Meine Fresse nochmal. Oh Gott. Fast wäre das wieder schief gegangen. Gott sei Dank habe ich eine extra Portion Kuchen gekauft. Ich habe noch eine Sense da. Tschüss. Und ich brauche meine Pistole. Du bist schon mal weg. Gut, danke. Tschüss. Ich sag danke, er sagt tschüss, oder wie auch immer. Verdorbene Leber, ja, vielen Dank, aber, da will ich lieber heilen. Da will ich lieber heilen und nachladen. Vielleicht sollte ich mich gar nicht so auf die Schusswaffen konzentrieren, hä? Er ist tot, warum auch immer. Hat er was beschworen? Ach nee, das war meine Rüstung, sorry. So, pass auf, mein Lieber. Wo ich bin, wächst kein Gras mehr. Das liegt nicht an meinem gammeligen Kürbis. Und hier finde ich noch was aus letzter Nacht. Nämlich den befleckten Kopf. Happy New Year. Ja, das habe ich total. Hinabsteigen. Ich kann den Kamin runter. Aha. Interessant. Halbmondring. Okay. Danke. Du bist Geschichte, mein Freund. Puh, ich bin trotzdem aufgeregt. Merkt man gar nicht, oder? Nightingale. Ja, Münzgeldbeutel. Sehr geil. 40 Münzen. Wenn ich sterbe. Sehr, 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 sehr schön. Gelbes Wachs. Und noch den Ring des Jägers. Haben wir da nicht schon einen von? Es ist verschlossen. Ja, soweit ich weiß, braucht man hierfür einen Schlüssel, den ich in Kapitel 2 hätte kaufen müssen. Dann wäre ich gleich zu diesem Rüstungsverstärkungsheini gekommen, ihr wisst schon, der so aussah wie so ein Typ aus Grim Fandango da, mit so einer Knochenmaske auf. Aber jetzt bin ich wieder hier, in der Seilbahnstation. Das sind auch Baddies. Finde ich nicht so gut. Moment. Jetzt gar nicht so toll. Aber auch den kann ich ja cheesen, theoretisch, ne? So. Werde ich auch tun. Hier mal so einen leckeren englischen Snack, was immer das sein mag. Mein Rohr kennt keine Gnade. Hört sich auch komisch an, oder? So. Und so, wer bist du? Was bist du? Warum bist du? Erstes Engelskindling. Was? Ein kleines Bündel aus Stöcken und Knochen, das verfluchte Energie ausstrahlt, getragen von einem geheimen Hexenkult für einen unbekannten Zweck. Diese Stäbchen reagieren nicht auf Flammen. Wofür sind sie gut? Aha. Erste Engelskarte, Permanentkarte. Eine zerlumpte Karte, die einen Ort entlang des Durvenbrook anzeigt, der nur mit dem Boot erreichbar ist, mit Blut gezeichnet. Grüner Mantel. Plus 10 Zauberschaden. Hört sich auch ganz gut an.
Rivalenhexe, verrückt. Sie tragen Bündel von Stöcken und haben sich ihre eigenen Zungen herausgeschritten. Sie sind alle verrückt. Ja, sie sind sehr verrückt. Gut, also wir haben irgendwelche wichtigen Items hier gekriegt. Mal kurz mein Schild anlegen wieder. Dort. Das klingt ja alles ganz vielversprechend. So, hier sind wir soweit fertig. Dann kann ich ja eigentlich mal zu Rakesh gehen. Oh, warte mal, hier wird noch ein Fragezeichen angezeigt. Danke fürs Gepäck. Wir werden, wie gesagt, alles mitnehmen. Aber wo? Da. Gut, Schwefelsäure, ja gut, kann man mal gebrauchen. Jetzt nicht so toll. Auf zu Rakesh. Ich weiß bloß gar nicht, welche Waffe ich jetzt verbessern soll. Mein Rohr? Aber es hat so wenig Reichweite. Ich hätte ja gerne diese byzantinische Lanze jetzt, die ich schon mal hatte und dann bin ich ja draufgegangen. Ist hier noch was? Nee. Okay. Ja, die Krankenschwester sieht auch nicht mehr so toll aus. Ja. So, hast du irgendwelche Kästen für mich noch vielleicht? Ja, sehr schön. Okay, na, hiervon mal auch nochmal ein, lieber. So, also ab zu Rakesh gesprintet. Sieht's aber auch nicht so toll aus. Danke, da habe ich jetzt im letzten Moment erst wieder gesehen. Und wisst ihr noch, wie uns die Hexe da gesagt hat, die wir eigentlich beseitigen sollten vom König aus, dass auf dem Dachboden ein Geist ist? Wisst ihr noch diese sich übergebende Frau da? Oh, ich bin vorbeigerannt. Ist das der Geist, von dem sie spricht? Erstmal hier zu Rakesh. Und das Problem ist erstmal wichtiger. Ich sehe, du hast den Gegenstand Waffen-Upgrade-Kit gefunden. Ich habe sowas schon mal gesehen. Wunderschön gearbeitet und filigran. Wer sie hergestellt hat, konnte ich nie herausfinden. Das Metall in den Werkzeugen ist mit Organfett durchtränkt. Jede verbesserte Waffe bleibt dir Nacht für Nacht erhalten. Ich kann eine deiner Waffen kostenlos verstärken. Es ist Belohnung genug, solche feinen Werkzeuge benutzen zu dürfen. Ja, was wollen wir denn mal aktualisieren? Ja, ja. Die Schrotflinte? Die Pistole? Ich will mich gar nicht so... Ja, das Rohr ist schon gut, ne? Ja, ich nehme mal das Rohr. Bis jetzt noch meine... beste Waffe. Ja, komm. Verbessern. Okay. Ordentlich Schaden macht das Ding jetzt. Alles klar. Ich werde hier mal kurz bei Rakesh eine Kerze benutzen. Und auch mal basteln, wenn mein Fluch wieder weg ist. Ich kann schon mal meine Kamera zur Hand nehmen, wenn das wirklich ein Geist sein sollte, oben auf dem Dachboden. Achso, kann ich hier noch Muni zeugen, hätte ich fast gesagt. Ja, zwei. Okay, was soll's. Besser als nichts. Hier kaufe ich auch nochmal ein paar von. Okay, ich kann nichts mehr tragen. Zack. Okay. Auf zum Dachboden. Sage ich jetzt irgendwie auch nicht gerne, aber naja. Ja, ja, Stille. So still ist es hier gar nicht. So, wir gehen also wieder nach oben. Okay. Wir versuchen es mal. Wir haben nichts zu verlieren, außer unser Leben. Bist du denn? Das war ja von wenig Erfolg gekrönt. Nicht so hurtig. Oh, die verflucht gut. Und sie bricht. Danke. Ach, hey, ich verdaddel hier alle meine Kerzen. Ich will mal gar nicht so viel Fluch von mir nehmen.
und mal zurück zur Schrotflinte. Zwei Schüsse habe ich, glaube ich, noch, ne? Ah, drei. Mal schauen. Oh, die ist mächtig. Die ist wirklich mächtig. Puh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ach, was mache ich nur? Das scheint mir nicht optimal zu sein, die Herangehensweise. Hast du irgendwas zu verkaufen? Kaufen? Na, ist auch nur Müll, ne? Ja, hier ein paar Kerzen kann ich noch. So, okay, die kann ich nochmal nutzen hier von mir aus. Okay. Ja, hier Ration. Ich glaube, da habe ich gerade eine gekriegt. Okay. Die ist auch schnell. Das ist das Blöde. Und schnell weg. Oh, sie ist fast erledigt. Die muss auch denken hier. Harmlose Türen halten sie auf. Okay. Weiter. Bisschen cheesig, ich weiß. Aber sie dreht uns hier immer den Rücken zu. Das war's. Okay. Und ich bin mitten in so einer Fluchpfütze da liegen geblieben. Zauberbringer-Zauberspruch. Eine merkwürdige kleine Statue. Solange es in deinem Inventar bleibt, erhöht es deinen Zauberschaden leicht. Cool. Der Körper war mit kleinen Götzen gefüllt, die gekauft wurden, falls sie auch nur ein Bruchteil der Kräfte des großen Götzen besaßen. Blub. Schwebender Misserfolg. Es ist schade. Aber sie ist ja zwischen den Welten gefangen und wir müssen sie unseren Willen verlassen. Aha. So, also, sie war tatsächlich ein Geist. Ah ja. Na gut. Hier ist bestimmt noch mehr. Wetten. Noch so eine. Wetten? Ich wette mit euch. Abwehr-Cupcake. Der sieht ja lecker aus. Wie 20 Jahre hinterm Ofen gelegen. Ekelhaft, der verzehrt. Ein Muffin, der mit dem Wachs einer Schutzkerze gebacken wurde, nur auf dem Dachboden zu finden. Ekelhaft. Der Verzehr ist schmerzhaft, aber befreit den Körper sofort von einer beträchtlichen Menge an Verfluchung. Okay. Tja, wir haben versagt. Es hat das letzte Mädchen getötet, dem wir es verabreicht haben. Werde die Ladung los. Ist das eine einmalige Geschichte? Wartet mal, ich will mal kurz was gucken, ob ich jetzt hier nichts vergessen habe. Habe ich wohl. Ja, die Münzen sind cool. Okay, aber sind dann halt auch nur Münzen? Oh, ist das spannend, Kinder. Dieser ekelhafte Dachboden hier und überall lauern wahrscheinlich noch böse Bubis und schwebende, kotzende Frauen und... Nee. Gut, wir haben einen weiteren Raum geklärt. Dachgeschosshalle. Das Stockfenster. Gut, dann müssen wir ja sicherlich irgendwie den Dachboden erleuchten, ne? Beziehungsweise mit meiner Laterne da lang. Oh Mann. Aber das traue ich mir jetzt irgendwie gar nicht zu. Auch noch so viele, ey. So viele Räume. Und ich werde übelst verflucht. Da werde ich mir, glaube ich, nochmal was ausdenken müssen, wie ich da unbeschadet durchkomme. Da muss es doch auch noch irgendwie ein Item geben. Tja, Guterrat ist teuer. Guterrat ist in der Tat teuer. Da scheint ja irgendwie ein Fluch auf mir zu lasten. Oder beziehungsweise der Fluch scheint umso doller auf mir zu lasten, je weiter ich mich darunter begebe in den... reinbegebe in den Keller, meine ich. Das kann so nicht stimmen. Da muss ich bestimmt noch vorher was erledigen. So, lass mich mal hier kurz basteln. Elixierglas. Ohohohoho. Alles klar. Mit dem Blut, ja? So, da nehme ich doch mal ein paar von und leg mir das gleich auch mal aufs Rad hier. Elixierglas da. Und zwar machen wir das mal. Ja. Machen wir das ruhig mal. Ja, komm, machen wir es mal hier hin. Ist egal. So. Mr. Coffins. Ich habe Ihre Dienste bisher noch nicht wieder in Anspruch nehmen müssen. Ich bin ganz zufrieden.
So, was hast du für mich hier? Davon können wir erstmal welche kaufen. Davon können wir auch nochmal einholen. 801 Münzen, nicht schlecht. Und davon auch ein. So, davon vielleicht auch nochmal zwei. Von mir ist auch gerne nochmal eine Platte. Hurra, ja. Du freust dich. Ich weiß zwar nicht, was du mit dem Geld machen willst, aber gut. So, kann ich aufleveln? Wie viel Organfett brauche ich zum Aufsteigen? Ich brauche 6 Organfett, 3 habe ich schon und 15 Münzen. Gut, das machen wir doch mal. So, Finger habe ich ja genug. Ja. Ich will mal meine Zauberschaden etwas steigern. Ja. Stufe 21, sehr gut. Nein, nochmal 7 Organfett machen dann. Und, ja, und ich will nochmal meinen Zauberschaden steigern. Wie viel habe ich an Immunität? Absorbiere mehr Fluchschaden. Ja, da könnte ich auch nochmal einnehmen, aber ich will nochmal einmal Seltsamkeit. Gut. 22. Uhaha. 8 Organfett. Schaffe ich das noch? Mal gucken. Hm. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Alles klar. Ja, und dann will ich jetzt mal hier meine Abwehr steigern. Weil der Fluch steigt mir doch zu rasant an. 23, okay. Nee, das reicht erstmal. Gut. Habe ich hier was Schönes? Also nicht besonders das tolle Foto, ne? Aber es erinnert doch an den Dachboden. Lassen wir es mal da. So. Ich überlege ja wirklich, ob ich jetzt ins Labyrinth gehe. Um noch so ein bisschen Items zu kriegen und vielleicht noch aufleveln zu können. Kann ich hier noch was basteln? Ja, Tonics. Gut. So, okay. Die will ich nicht haben. Nee, damit bin ich noch nicht so gut zurechtgekommen irgendwie mit den Teilen. So, kann ich hier noch was bauen? Ja, kann ich. Ein Feuerball. 8. Erntefluchball habe ich plus 1. Ja. Erntefeld will ich nochmal ein paar. 10 und den Rest in den Fluchball. Okay, perfekt. So, dann wollen wir mal sehen, wie es im Labyrinth weitergeht. Labyrinthlager, da. Weil irgendwie scheine ich noch nicht so die richtigen Voraussetzungen mitzubringen, um die Bluttante da auf dem Dach zu besiegen, geschweige denn, im Dachboden weiterzukommen. So, habe ich hier was vergessen? Au, oh, ja, Entschuldigung, hier war was, ich weiß noch. Hier habe ich was vergessen, ja. Und da hinten. So. Ich will mal weiter runter. Wenn das Sinn macht. Gut. Hoffentlich ist das nicht so ein richtiges Labyrinth mit Verirrungsfaktor und so. Sowas bin ich ja ganz, ganz gut in Anführungsstrichen. Labyrinth-Gefängnis. Okay. Lieber mal einen Tonic nehmen. Kann nicht schaden. Ich bin richtig Tonic-süchtig geworden hier. Wartet, wartet, wartet. Du kannst mir gar nichts. Genau. Voll die Verschwendung zwar, aber egal. Nee, darf ich nicht rein. In der Eiserne Jungfrau will ich irgendwie nicht rein. Kann ich dich beleben? Das wäre schön. Okay. Okay. Noch ein Gebäck. Prüfen. Zur Aktivierung Blut einfüllen. Ach, da brauche ich 5 Blut. Ach, erstmal welche haben, ne? Ach, du bist. Dich kann ich vielleicht besiegen. Ich hab
habe ja noch Heilgegenstände und ich heile ja auch immer so ein bisschen nach. Au, 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 au. Pistole. Tonic. Nimmst du es jetzt? Danke. Und gleich noch eins hinterher. So, du wirst jetzt aber leiden müssen, mein Freund. Das macht man mit mir nicht ungestraft. Oh, Entschuldigung, ich wollte euch nicht anlocken. Jetzt kommen sie alle. Tschüss. Hätte ich mit rechnen können. Ja, nicht immer durchdrehen. Wenigstens bringt er mich immer ans andere Ende des Raumes. Ist ja auch nett. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Warte mal. Fluch oder Feuer? Fluch oder Feuer? Feuer. Danke. Die sind zauberanfällig. Sehr gut. Hahaha. Oh Gott sei Dank habe ich so viele gemacht, ey. Sehr gut. War keine gute Idee, hier einfach rumzuballern. Okay. Habe ich jetzt genug Blut? Ja. Okay, doch ich würde mal sagen, was sich hinter diesen Gefängnistüren verbirgt, werden wir dann beim nächsten Mal rausfinden, denn die Folge neigt sich so ein bisschen dem Ende entgegen, beziehungsweise die magische Zeitschranke. Ich gehe mal wieder nach oben zum Labyrinthlager zurück und wähne mich dort erstmal etwas in Sicherheit. Ja. Hier kann mir nichts passieren, obwohl ich mich saumäßig erschreckt habe. Okay. Kann ich hier noch schnell was basteln? Ja, ein paar Tonics, danke. Kann ich hier noch schnell ein paar Zauber machen? Jawohl, Feuerball, sehr gut. Ich bin, glaube ich, gar nicht mal so ungut gerüstet. Mach nochmal eine Kerze. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Ich habe richtig den Schreck in den Gliedern jetzt hier gekriegt. Unglaublich. Ich glaube, es ist doch vernünftiger, wenn wir erstmal das Labyrinth machen. Denn diese Troller da auf dem Dach, die uns da mit Blut besprenkelt hat, hat ja auch irgendwas von dem Labyrinth gefaselt. Also, ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht hier bei Withering Rooms. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und würde mich freuen, ja, wie gesagt, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ganz liebe Grüße von mir. Bis dahin und tschüss.